Hallo, ich bin Tobias Lippert von der Firma Rehau und ich möchte Ihnen heute etwas zeigen, was man normalerweise nicht jeden Tag sieht. Diese Rohre und Schächte haben eine wichtige Aufgabe: Abwasserentsorgung. Aber wenn sie einmal verbaut sind, sind sie quasi weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wussten Sie, dass die Länge der Abwasserleitung in Deutschland 15 Mal um die Erde reichen würde? Da steckt natürlich viel Material drin: Energie, Rohstoffe. Das zeigt, auch der Tiefbau ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und deshalb fragen Sie sich vielleicht, was zeichnet eigentlich einen nachhaltigen Tiefbau aus? Begleiten Sie mich doch auf eine kleine Reise. In 4 Schritten zu einem neuen Ansatz nachhaltiger Abwassertechnik. Mit der Nevo PP-Serie von Rehau. Hier sehen wir, wo die Energie für unsere Fertigung herkommen kann. In der Produktion von Nevo PP steckt 100% Ökostrom. Dafür investiert Rehau auch in eigene Photovoltaikanlagen und setzt auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Aber wir wollen natürlich auch so energieeffizient wie möglich produzieren. Rehau hat sich das Ziel gesteckt, die Energieeffizienz an allen Standorten jährlich um 3% zu steigern. Daher investieren wir in modernste Anlagen und verfolgen klare Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Nun interessiert uns natürlich, wie sich das Ganze auf die CO2-Emissionen auswirkt. Wir haben mal die Nevo PP-Serie mit unseren AVA PP-Standardrohren und Schächten in einem typischen Bauvorhaben verglichen. Um die Entwicklung zu sehen, haben wir Daten aus dem Jahr 2018 mit aktuellen Werten verglichen. Da hat sich jetzt schon einiges an CO2-Einsparungen getan. Das war der erste Schritt. Bereit für Schritt 2? Eine echte Innovation ist die Herstellung. Die Nevo PP-Serie besteht bis zu 80% aus PP-Rezyklat und bietet durch ihre Konstruktion die Vorteile eines Vollbandprodukts. Beim Rezyklat setzen wir zu 100% auf PP-Polymere. Das sind Industrierezyklate, die zum Beispiel aus Produktionsresten gewonnen werden. Damit sind sie besonders hochwertig. Unsere Expertinnen und Experten prüfen sie im Labor und bereiten sie anschließend für die Fertigung auf. Damit können Sie sich auf die gewährte Rehau-Qualität verlassen. Das Rezyklat setzen wir im Kern der Systeme ein. Die Oberfläche besteht weiterhin aus PP-Neumaterial. Beides ist stoffschlüssig miteinander verbunden. Eine Ablösung oder auch Delamination genannt, ist somit nicht möglich. Damit bleibt unser Nevo PP inspektionsfreundlich und ist besonders langlebig. Und dank Rezyklat spannen wir auch hier wieder eine Menge CO2 ein. Okay, neugierig auf den nächsten Schritt? Jetzt sind wir im Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. Der Zweckverband an der Ostsee setzt die Nevo PP-Serie bereits in der Pilotphase ein. Damit geht er als Vorreiter einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Tiefbau. Und auch was rund um die Baustelle passiert, hat großen Einfluss auf die CO2-Emissionen. Das beginnt schon bei Transport und bei Einbau. Der Vorteil von Kunststoffsystemen? Ihr geringes Produktgewicht und die gute Stapelbarkeit. Aber was hat den Zweckverband genau dazu bewogen, die Nevo PP-Serie einzusetzen? Er will nachhaltiger werden, in allen Bereichen und somit auch im Tiefbau. Dieses Ziel verfolgen auch die Projektverantwortlichen in Bammental und Ödheim. Auch hier wurde bereits unsere Nevo PP-Serie eingebaut. Wir haben die Anfrage von der Firma Rehau bekommen, ob wir bereit wären, hier eine Pilotstrecke mit dieser neuen Technologie verlegen zu lassen. Da haben wir nicht lange überlegen müssen, weil wirklich es ist dieser Bereich, wo man jetzt in Zukunft wirklich mehr nachschauen muss. Diese Klimaneutralität, CO2-Neutralität und das im Tiefbau, das war für uns gleich klar, dass wir mitmachen. Das
bei uns als Planer ist das Thema Qualität steht da ganz oben. Und hier haben wir die Situation, dass wir natürlich mit diesen PP-Rohren von Rehau die optimale Bedingungen haben, was die Langlebigkeit angeht, was das Kreislaufwirtschaftssituation angeht, was die Dichtigkeit angeht. Also so, dass wir dann hier mit einer guten Überzeugung ein durchgängiges Rohrsystem haben, einschließlich Schächte. Gerade im Tiefbau sind die Möglichkeiten begrenzt, dass man mit Recyclingprodukten unterwegs ist. Und da muss man immer mal schauen, gibt der Markt was Neues her? Nur so können wir da einen Schritt vorangehen, um die Umweltverträglichkeit zu steigern. Und natürlich dann der Glücksfall hier, um die Nachhaltigkeit noch zu verbessern, der Kontakt mit Rehau, die frühzeitig auf uns zukommen sind und uns das Produkt gezeigt hat. Ich selber war total schnell begeistert von dem Produkt, weil ich es wichtig finde, dass man auch endlich auch im Tiefbau immer mehr im Bereich der Nachhaltigkeit tun könne. Und auch die Gemeinde war sofort Feuer und Flamme für das Thema. Und jetzt stehen wir hier und fangen endlich an. In Zusammenarbeit zwischen Zweckverband und Hersteller entsteht hier eine echte Chance, Kreislaufwirtschaft und intelligente Ressourcennutzung voranzutreiben. Immer mit dem Ziel, CO2 einzusparen. Beim Reduzieren der CO2-Emissionen helfen übrigens auch solche Rohrabschnitte. Sie bleiben auf jeder Baustelle beim Zuschneiden übrig. Statt sie zu entsorgen, kann der Bauunternehmer das Rehau-Rücknahmekonzept nutzen. Die Abschnitte oder ausgegrabenen Altrohre werden dabei kostenlos recycelt. Daraus entstehen also neue Produkte. Das Material bleibt im Kreislauf. Und was bedeutet das für die CO2-Bilanz? Das liegt jetzt an Ihnen. Wenn Sie nach der Lebensdauer das Kunststoffsystem recyceln, reduzieren sich die Gesamtemissionen um weitere 15%. Aber bei einer erwarteten Lebensdauer von über 100 Jahren ist das Zukunftsmusik. Und deshalb rechnen wir es jetzt noch nicht mit ein. Okay, werden Sie vielleicht sagen. Und der Rest? Am liebsten würden wir Ihnen schon heute ein komplett CO2-freies System anbieten. Das ist technisch leider noch nicht möglich. Aber wir arbeiten weiter daran. Bis dahin gleichen wir den Restanteil mit Klimaschutzprojekten aus, die nachweislich etwas bringen. So wie hier beim Moorprojekt Rosenhelger Wiese. Hier wird ein Moor renaturiert. Das fördert die Artenvielfalt und bindet CO2. Und was die CO2-Reduktion angeht? Wir bleiben dran und wollen besser werden. Schritt für Schritt. Hi Tobi, das neueste Update vom Nevo PP Footprint Rechner ist fertig. Perfekt, dann schauen wir uns das gleich mal an. Der Nevo PP Footprint Rechner zeigt Ihnen eine erste Einschätzung der CO2-Emissionen, individuell für Ihr Bauprojekt ermittelt. Einfach unter rehau.de testen oder QR-Code scannen. Damit danke fürs Begleiten auf unserer Reise, von der Produktion, dem Material, über die Baustelle bis zur Kompensation. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen den nächsten Schritt zu gehen.